Ja, hallo liebe Freunde der Freiheit, hier ein kurzes Update, kann man ja nicht sagen, eine kurze Meldung bezüglich meiner lieben Kollegin Dr. Carola Javid-Kistl. Ja, sie wurde verhaftet bei der Einreise in die Schweiz, in Zürich, ist dort jetzt eine Woche eingesessen. Man hat sie jetzt nach Deutschland auf Kautionsbasis entlassen. Sie ist auf freiem Fuß und gerade im Moment auf dem Weg nach Göttingen, in ihre Heimatstadt, in ihr Haus, und all die Nachrichten, die jetzt gerade im Moment rumgehen, dass sie eben haftiert ist oder sonstiges, sind jetzt nicht mehr richtig. Wir hatten versucht, es eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Schutze der Familie nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Und jetzt ist es aber irgendwie raus und jetzt mache ich hier eine kurze Meldung, um hier Entwarnung zu geben. Carola Javid-Kistl ist in Deutschland und sie ist auf freiem Fuße gegen Kaution. Und alle anderen Nachrichten, die jetzt gerade kursieren, sind Fake News. Bitte hört auf damit. Es schadet nur unserer Bewegung.